Du siehst, dieser Text ist voller Fehler. Die Rechtschreibprüfung von Microsoft Word hat fast jedes zweite Wort mit einer roten Wellenlinie unterstrichen. Das heißt, Word vermutet, dass dieses Wort falsch ist. Es muss nicht immer zutreffen. Beispielsweise kann es auch bei Namen, die eben nicht im Wörterbuch von Word vorkommen, zu einer Unterstreichung kommen, obwohl das Wort richtig geschrieben ist. Trotzdem, es ist sicher ein Hinweis, dass man dieses Wort nochmal speziell überprüfen muss. Ja, voller Fehler. Voller schreibt man mit zwei L. Ich klicke also zwischen das L und das E und ergänze mit einem L. Du siehst, die Rechtschreibprüfung ist jetzt zufrieden. Und genauso schreibt man Fehler eben nicht mit zwei E, sondern mit EH. Mit der Rückschritttaste am Mac lösche ich also dieses H, dieses E, Entschuldigung, und ersetze es durch ein H. Hier wird wieder ein E dazwischen gesetzt. An dieser Stelle kommt ein M dazwischen. Wieder das E löschen mit der Rückschritttaste und ein H. Und hier haben wir ganz viele Punkte. Anstatt alles mit der Rückschritttaste einzeln zu löschen, überfahre ich mit der gedrückten Maustaste alle überflüssigen Punkte und dann mit einem Klick auf die Rückschritttaste ist der ganze ausgewählte Bereich gelöscht. Und genauso kann man eben, wenn ich zum Beispiel diesen Buchstaben überfahre, direkt darüber schreiben und eben die markierte Stelle durch eine andere Buchstabenkombination ersetzen. Falls du mal nicht sicher bist, wie man ein Wort schreibt, so kannst du es auswählen mit einem Doppelklick und mit einem Rechtsklick stellt dir Word sogleich Alternativen oder Vorschläge zur Verfügung, wie man das Wort richtig schreibt, vorausgesetzt natürlich, das Wort ist im Wörterbuch vorhanden. Mit einem Klick auf das entsprechende Wort wird es sogleich ersetzt. Alternativ dazu kannst du auf Rechtschreibprüfung klicken und hier werden dir Wörter eben rot markiert und du kannst die entsprechenden Änderungen entweder vornehmen oder dann ignorieren bzw. hinzufügen, wenn es eben richtig geschrieben ist und von Word fälschlicherweise als falsch markiert wird, kannst du es als richtiges Wort in dein Wörterbuch aufnehmen und in Zukunft wird es nicht mehr als falsch markiert. Wichtig beispielsweise bei Namen, die bei Word immer wieder falsch angezeigt werden, bei Ortschaften und so weiter, so wirst du in Zukunft nicht mehr mit dieser roten Wellenlinie belästigt. Hier nun aber ändere ich es, damit es eben richtig geschrieben wird. Genauso hier wird es geändert und nehmen wir an, das kommt in Aufsätzen häufig vor, du hast hier eine Wortwiederholung und die wird von einer Lehrperson gar nicht gerne gesehen, so gibt es auch in Word die Möglichkeit, nach alternativen Wörtern zu suchen, Synonymen, also gleichbedeutenden Wörtern, nämlich über Extras, Thesaurus. Hast du zu diesem Wort Schriftsteller verschiedene Alternativen, zum Beispiel Autor oder Dichter, Dramatiker, wie auch immer. Ich nehme jetzt mal Autor und klicke auf Einfügen und sogleich wird dieses Wort ersetzt. Also es ist eine wertvolle Möglichkeit, um eben die Texte ein bisschen abwechslungsreicher und blumiger zu gestalten, wenn dir vielleicht gerade auf Anhieb kein alternatives Wort in den Sinn kommt.